Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Doom Eternal. Wir sind hier immer noch auf der Spur der dämonischen... der dämonischen Übermacht und werden die Dämonen so richtig aufreiben. Angefangen mit dem kleinen Kameraden da unten. Halt mal eben. Danke, das hast du wunderbar gemacht. So. Jetzt machen wir hier aber erstmal ein bisschen zacki-zacki. Rucki-zucki. Es wird noch schwieriger. Es wird echt schwieriger. Ich kann es euch jetzt schon versprechen. Ich hoffe doch stark, ich gehe auch mal drauf oder so, aber es wird auf jeden Fall schwieriger. Da hinten müsste sich eigentlich ein extra Leben befinden. War das hier hinten? Ja, das war hier hinten. Aber wo? Hä? Ich müsste es jetzt eigentlich genau angucken. Oh, hoppla. Das war klug. Versucht, mach klug. Das ist das 2016er Remake. Pacific Rim? Nein! Plop. So wie ich das sehe. Nein, das ist nicht. Nein, das ist kein Remake vom 2016er. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Nee. Das ist Doom Eternal. Das ist das neue Doom. Und für alle Zuschauer, die sich jetzt fragen, mit wem zum Teufel redet der Typ? Meistens mit mir selber. Normalerweise. Heute aber gerade mit den lieben Zuschauern im Stream. Aber das Spiel live im Stream gespielt. So, Wandklettern. Der Slayer kann sich durch Drücken von an schartigen Wänden klammern. Kletter durch Drücken von sieh dich um und springe zu einer anderen Stelle. Wir versuchen das. Weg, 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 weg. 30 Minuten um. Dankeschön, Yuna. Was haben wir jetzt? Gelbe Schlüsselkarte. Kannst direkt wieder gehen. Jemand hat dich eingeladen. Keiner einer hat dich eingeladen. Oh, das war ja mal nice, ey. Komm, tschüss. Oh, oh. Nein. So, jetzt reicht's aber hier. Die werden davon auch nicht zerstört. So, hört's jetzt auf hier. Lass mal den hier, dann den hier, dann zu dir hier. So, wartet. Ich räume mal eben kurz auf hier. So, tschüss, Feierabend. Ah, da ist ja auch noch einer. Ha, wo kommst du her? So, ha, Dankeschön, das war nett von dir. Tu das nicht nochmal. Warte. Schnell gucken. Wir haben bis aufs Extra-Leben noch nichts. Ausgelacht. Ah, Hasen! Oh oh. Ich baue mal eben Munition. Ich baue mal eben Munition. Hahaha! Au. Lass das. Oh, au, au, au. Komm mal. Spinnt ihr eigentlich? So. Das war gut. So, ich bin eine Schaufensterpuppe. Wenn ich jetzt den Stream sehe, brauche ich ja nicht mehr die Folgen sehen. Ja, aber es gibt Leute, die nicht in die Streams kommen können oder oder kommen wollen und sich dann doch lieber nur Folgen angucken. Von dem her mache ich halt für diese Leute sehr gerne auch die Folgen. Und da ich durch die durch das Kranksein keine Zeit hatte, Folgen aufzunehmen, muss ich das jetzt so leider so regeln. Es tut mir sehr leid. Hm, war zu langsam. Hab geschrieben, als er neue gemacht hat. Alles gut. Seit wann haben Dämonen Gewehre? Die hier haben das. Die brauchen das, denen gefällt das, die möchten das nicht mehr anders. Hier, mal gucken hier. Oh, Splittergranaten. Oh, das war wunderschön.
Drücke, um eine Granate abzufeuern, die explodiert, wenn sie auf dem Boden landet. Die Explosion fügt allen Dämonen, die von der Explosion getroffen werden, Schaden zu und bringt sie ins Taumeln. Kombiniere dies mit einer anderen Waffe. Die Splittergranate lädt sich im Laufe der Zeit wieder auf. Sulaika, hi Sulaika, schön dich zu lesen, meine Liebe. Ich hoffe, dir geht's gut. Wenn nicht sogar blendend. So, Schwachpunkt Kakao-Dämon. Kakao-Dämon. Kakao-Demon. Der Kakao-Dämon ist ein schwerer Dämon mit einem garstigen Biss im Nahkampf. Ein garstiger Biss im Abgang. Schieße eine Haftbombe oder Splittergranate in sein Maul, um ihn sofort benommen zu machen. Im Codex kannst du mehr über den Schwachpunkt der Dämonen erfahren. Ich guck nochmal schnell, aber hier hat's nichts mehr. Das heißt, wir gehen weiter. Aber breiter, da gehen wir nochmal weiter. Oh, schaffe ich das? Jawohl. So, wartet, ich helfe mal eben mit. Hört auf euch zu streiten hier. Fertig prügeln jetzt hier. Es geht los. Tja, der braucht keine Brille mehr. Mach das nicht nochmal. Das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. So, warte, ich guck nochmal eben, aber hier ist bis auf den Kampfmodus nichts. Oh. Super, spiel das Plopptränkspiel. Ich kann sogar schießen, währenddem ich Chat lese. Das ist wunderbar. Das war geil. So, nun. Was bist denn du jetzt hier? Nochmal. Kann man das nochmal machen? Ach nö, der ist kaputt gegangen. Hallo, ich brauche einen neuen Gegner. Meiner ist kaputt. Der ist auch kaputt. Warum gehen die denn so schnell kaputt? Hört auf da unten. Oh. Ja. Ah, da ist er. Kokelt sein Feuerchen hier. Oh, 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 oh. Verdammt. Oh, huch. Oh, das nenne ich mal einen Abflug. Au. So, boom. Chakalaka. Dankeschön. Zurück mit dir. Hahaha, hab ihn erwischt. Komm. Oh, miau, ab ins Auge, Baby. Geil, das haben wir gemacht. Aber ohne Plops. Ja, es tut mir leid, bisher noch keine Plops. Aber wenn ich auf einem anderen Schwierigkeitsgrad gespielt hätte, würden wir ab einem gewissen Punkt einfach beinahe nicht mehr weiterkommen. Ich habe zu wenig Treibstoff für den Gegner. Ah, ich habe Munition. So, komm schon, das muss gehen, das muss reichen. Hier, komm, nimm mal den. So. Aber... Spinnst du? Hier, klatsche. Mit deinem eigenen Arm. So. Und nun? Wohin? Ah, hier hoch. Entschuldigung, mein Fehler, wir müssen hier lang. Es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Wirklich. Aber bei Star Wars sind wir nach 5 Minuten besoffen. Ja, darum spielen wir heute kein Star Wars. Ich will euch ja mal nüchtern haben bei mir. Im Chat. Die UAC dankt Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung während dieser Übergangsphase. Übergangsphase. Inspiriert uns ohne Unterlass. Ihr Leiden. Klappe. So. So macht man das. So macht man das. So macht man das mit fiesen Kakao-Dämonen. Mal gucken. Da kann ich, glaube ich, auch klettern. Wartet. Hoffentlich kann ich klettern. Hoffentlich kann ich... Oh ja, Gott sei Dank. Toll. Was sollte das? Ah, warte. Ich hab's gesehen. Oh, Feuer, 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 Feuer. Es hat uns nichts getan. Cool.
Ich will aber die Rüstung da noch. So. Komme ich da auch wieder zurück? Ja. So, gucken. Wir haben bisher nichts mehr ausgelassen. Glaube ich. Bin ich Nemi? Warum schlägst du dich? Ich war immer nüchtern. Stimmt. Es gibt auch bei euch Leute, die... Ach, jetzt mach, dass du aus dem Weg kommst. So, oh. Übel. Bildung des Ark. Das lesen wir auch mal eben. Das ist aber viel. Nach dem totalen Kollaps der menschlichen Zivilisation haben Nationen und Grenzen, wie wir sie kennen, aufgehört zu existieren. Eine Handvoll... Verdammt. Eine Handvoll... Wo war das? Regierungsbeamten... Eine Handvoll verbliebener Bürokraten und Regierungsbeamter und hohe Militärs überlebten in Schutzbunkern, die vor dem Großteil der Bevölkerung geheim gehalten worden war. Unter der Flagge der Alliierten Nationen Vereinten repräsentiert dies Führungsgremium das, was von der Reststaatlichen übrig geblieben ist und bildet letztlich eine Weltregierung. Militärbasen, die mit AN in Kontakt stehen, haben sich bemüht, ihre Befehlsbereiche neu zu gruppieren und zu zentralisieren und haben befestigte, sichere Zonen für Überlebende geschaffen, Nahrung bevorratet und Versorgungsgüter aufgespürt. Nur die Kommunikationskanäle des Militärs sind noch funktionsfähig. Sie erlauben militärische Einheiten unter dem Kommando der Alliierten Nationen, AAN, Alliierte Nationen, die Koordination von humanitären Hilfen und Verteidigungsoperationen. Bis 2151 nahm die Bildung des ARK höchste Priorität ein und wird in allen praktischen Belangen als die letzte Hoffnung der Menschheit betrachtet. Bildanzeigen? Together we survive. ARK Armed Response Coalition. Hey Tina, juhu, dicke Harry Potter ist wieder da, die Welt ist wieder etwas besser. Ja, danke schön, dicke Harry Potter ist wieder da, ja, das ist ja wunderbar, danke schön. Wo bin ich jetzt hergekommen? Bin ich hier hergekommen? Aha! Stirb! Du tentakeliges Tentakelvieh! Ah! Fang! Oh, das wäre ich krach boom gemacht. Warte, da kommt wieder so ein Dingens raus, oder? Ne, da kommt keins raus. Was soll denn das? Das ist Verarsche! Mobbing! Oh. Warte mal. Ja, geil. Geheimnis gefunden. Cheatcodes. Offizielles Cheaten. Legales Cheaten. Cheatcodes ermöglichen dir, Missionen über Mission wählen, noch einmal mit speziellen Attributen, zum Beispiel unbegrenzte Munition oder alle Runen zu spielen. Jeglicher Spielfortschritt bleibt dabei erhalten. Du kannst Missionen wiederholen und noch fehlende Gegenstände zu finden, weitere Kampfbegegnungen zu gewinnen und mit gesperrten Waffen oder Verbesserungen zu experimentieren. Also das sind legale Cheatcodes. Ich darf illegal cheaten. Das ist aber nett. Ah! Komm her! So, zack, zack. Achtung, meine Güte. Fang! So, hier, komm. Auge raus. Bin so froh, morgen mal nicht zu arbeiten. Oh, das ist wunderbar, ja. Das gönne ich dir von Herzen, Stefan. So, aufs Maul. In Rücken. So, ein hübscher Rücken kann auch entzücken. So, jetzt müssen wir da hoch. Oder? Runter ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, runter ist keine gute Idee. Ich gucke nochmal eben schnell nach, aber wir scheinen wieder alles eingesammelt zu haben. Oh, die prügeln sich da oben ohne mich. Das geht nicht. Wartet, ich komme hoch. Hep, da bin ich schon. Feierabend. Oh, das war wunderbar. Oh, war das schön. Au. Für dich. So, warte. Mal eben hier plopp. Geh mal zum Optiker, mein Freund. Oh, die sind ganz schön aggressiv hier. Oh, da kommen sie hoch. Wieder runter. Warte, da drüben ist... Nein, das ist keine Rüstung. Hier ist Rüstung. Granatenweitwurf. Hahaha. Langer, steiler Pass, Baby. Oh, da ist noch einer. Klappe zu. Es zieht.
Gruselig. Ach nö. Oh, warte. Oh, das war sein Arm. Oh, das war sein... Yeah. So, hier, Maul zu. Wir haben auf Fußtuch gestellt. So, wieder einer weniger. Zwei auf einen Streich. Pulverisiert. Chili con carne. Hm? Wie, du lebst noch? Spinnst du? Hey. Was war denn das? Mal, wo kam das jetzt her? So, warte mal. Hier, zack, zack, zack. Nemi, Klappe zu. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso. Oh, im Tode vereint. Nemi, es stinkt. Oh. Tschüss. So, wir gucken nochmal schnell auf die Karte. Alles Rocha Rocha. Alles Rocha Rocha. Darüber. Und geht's super. Ja, und genießen Nemi live und... Oh, asiatisch. Mm. Hey Freunde, wartet auf mich, ich will auch. Ha, ein Pups von mir hat das gemacht. So. Tja, wärst du mal da oben geblieben, hä? Huh? Oh, es war ein bisschen zu weit weg. Ja. So. Von hinten. Schöne Nu. Hübsche Gebeine, mein Freund. So, hier nochmal schnell gucken. Hier ist auch alles sauber. So. Wunderbar. Warte, Munition. Ich brauche mal Munition. Warte, 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 warte. So, bam. 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 Zack. Plonk. Wow. Wunderbar. Dankeschön. Danke, danke, danke. Halt mal. Oh. Ist ja beinahe hingefallen, du. Au, was soll denn das? Wo willst du hin? Ich bin noch hier. Komm zurück. Super Richie, komm zu dir. Geflieht! Sauber? Sieh dich nochmal genauer um. Ah? Dämonenzitadelle. Dämonenzitadelle, wartet. Guck mich nochmal genau um. Alles sauber. Naja, hier ist ein bisschen schmutzig und da ist... Also hier ist ein bisschen schmutzig. Da könnte man auch mal wieder durchkehren. Ich meine, halt... Die Knochen hier vom Hühnchen von gestern Abend noch und so. Und hier, ja, der Lehm müsste mal ein bisschen weg und. Aber hier ist doch sauber, hier ist schön. Guck, ist schön. Es ist wunderschön hier. So. Oh, hallo, du schönes rotes Portal. Ich bringe dich hinein. Die Versammlung der Höllenpriester findet direkt über ihnen statt. Laut Scans befindet sich ein Aufzug in der Mitte der Anlage. Na, da wollen wir doch die Hochzeit mal crashen hier. Gehen wir mal schauen, was die da so zu sagen haben. Halt, wir gucken. Vor uns befindet sich hier. Da, wie komme ich da? Geh auf! Komme ich denn da ran? Komme ich denn da ran? Aber warte mal, vielleicht hier durch. Vielleicht hier lang. Hep, hep, hep. Schnellreise. Mit der Schnellreise kannst du dich zu bereits besuchten Punkten auf der Karte teleportieren. Nutze sie, um weitere Gegenstände zu finden und optionale Begegnungen abzuschließen. Die Schnellreise wird gegen Ende einer Mission freigeschaltet. Über den Reiter Karte im Dossier www greifst du auf die Schnellreise zu.
Das machen wir jetzt aber nicht wegen dem einen Dingens, oder? Warte mal, das war hier. Wir haben's. Höllenpriester. Als mächtiger Herrscher über arkane Magie konnten die Priester ihre Kräfte verzehren, um ihre hinterhältigen Ziele zu dienen. Und sie nutzten die dunklen Mächte höllischer Psychomantie, um die Erde auf das letzte Blutritual vorzubereiten. Das Blut der Höllenpriester band sie an das finstere Ritual, das nun die Erde verzehrte, und solange einer von ihnen am Leben war, würde das Verschlingen der Erde weitergehen und somit auch das Joch der Hölle über die sterbliche Welt. Das Blutritual kann nur durch die Vernichtung der Priester aufgehalten und die Erde gerettet werden. Genau der Auftrag für uns, für unser einer. Hier, da, den ersten gibt es schon gar nicht mehr. Das Bild ist fake. Den gibt's ja gar nicht mehr. So, warte, wir gucken nochmal schnell. Aber hier scheint soweit auch alles clear zu sein. Was haben wir hier? Oh, ein Knopf. Die Kanmaker ist bei dem Treffen anwesend. Außerhalb ihres Reiches ist sie jedoch vollkommen unverwundbar. Unverwundbar, das klingt spannend. Ah, alles fehlt im Schritt. Wie kann das sein? Kein Mensch kann durch dieses Tor. Es ist... Sag das mal eurem Freund. Das ändert gar nichts. Das Sakrament dieser Welt für die große Kahnmaker wird vollzogen. Die Energie wird abermals erneuert. Aus den Seelen der Ungläubigen, wie es geschrieben steht. Du kannst sie nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Ha, schwupps waren sie weg. Dieses Mal gehst du eindeutig zu weit. Du kannst nicht eingreifen. Wer bist du denn? Dies ist die einmalige Chance der Menschheit auf Buße, um uns hingebungsvoll zu dienen. Du wirst dich dem Willen der Kahnmaker beugen. Ne. Aktiviere das Portal. Ja. Denn du bist bestimmt, meinen Willen zu vollstrecken. Ne. Zusammenfassung. Erkundung. Also 11 von 13. Wir haben 2 verpasst. Aber wartet. Da bin ich wieder. Wir haben 2 verpasst. Nami, fein. Geschenk mitgeben. Also wir haben 2 verpasst. Was haben wir denn verpasst? Ach, das ist aber... Ein Kodex und ein Spiel... Nein, ein Spielzeug haben wir verpasst. Oh, schade. So, okay. Wir setzen fort. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir setzen noch... Also in den Folgen. Und für alle, die jetzt die Folgen gucken und sich denken, ah, verdammt, da wäre ich gerne dabei gewesen. XXMR Underline Nemesis XX. Auf Twitch. Da bin ich zu finden. Für alle, die jetzt die Folgen nachträglich gucken und sich halt merkwürdigerweise sagen, da wäre ich doch echt gerne dabei gewesen. Soll vorkommen. Ich glaube es nicht. Ich habe es noch nie erlebt. Kommt vor. Es ist mir nicht möglich, den zweiten Höllenpriester zu erfassen. Dem das ist schade. Fehlt eine Komponente. Das werden wir hinzufügen. Eine Prise Salz. Exultia. Die Verarbeitung ihres Werfers ist abgeschlossen. Ja, 5 Minuten Schluss, wenn voll. Danke, Herr Flo. Für Sie bereit. Der Flammenspeier. Zu Deutsch auch Drache, oder wie? Flammenspeier erhalten. Was kann der? Was tut der? Flammenspeier. Ich habe jetzt 5-mal Flammenspeier hintereinander gesagt. Ich sollte einen Orden kriegen dafür. Drücke I, um Gegner in Brand zu stecken, damit sie Rüstungsteile hinterlassen. Oh, wie praktisch. Wenn du sie tötest, hinterlassen sie das Maximum an Rüstung. Setze deinen Flammenspeier gegen Dämonengruppen ein, um die Anzahl an Rüstungsteilen zu erhöhen. Der Flammenspeier füllt sich mit der Zeit wieder auf. Ja geil, lass mal testen.
Woo! Ja, gleich nochmal. Ach, schade. Da wollte ich doch jetzt noch mehr machen. Wo sind wir denn hier? Ah, das ist unser Raumschiff. Wobei das gehört. Das ist die Erde. Guck mal. Da. Das sind Pentagramme, oder? Kennt sich da jemand aus von euch mit? Ich glaube, das sind Pentagramme. Oh, wie süß. So, wir könnten jetzt hier theoretisch... Nein, können wir nicht. Ach, das ist aber auch schade. Warte mal, hier vielleicht? Nein. Kann ich klopfen, so viel ich will, da passiert nichts. Ah, was haben wir denn hier? Wächterkristall-Tutorial. Das ist der Wächterkristall-Auswahlbildschirm. Wächterkristalle verbessern dauerhaft deine Kapazität für Gesundheit, Rüstung oder Munition. Munition, bitte. Munition. Oh ja, unbedingt Munition. Du kannst eine Verbesserung auswählen, um deine Kapazität für Gesundheit, Rüstung und Munition zu erhöhen. Für jede Kategorie gibt es 4 Verbesserungen. Genau. Wähle eine Verbesserung im Bereich momentan verbesserte Kapazität für Gesundheit, Rüstung, Munition, wie die gewählte Verbesserung sich auf die jeweilige Kategorie auswirkt. Das haben wir schon festgestellt. Das Freischalten von 2 verbundenen Verbesserungen beschert dir eine Bonusverbesserung. Behalte die Bonusverbesserung im Hinterkopf, wenn du deine Wächterkristallverbesserung willst. Ich würde gerne das hier freischalten. Mehr Munition. Das brauchen wir nämlich. Oh, wie grob und rabiat. Gesundheit, Rüstung und Munitionsverbesserung werden zusammen mit freigeschalteten Bonusverbesserungen sofort angewendet. Such die Umgebung nach weiteren Wächterkristallen ab und verbessere deine Fähigkeiten. Das Portal ist aktiviert und erwartet Sie. Oh, danke schön. Ja, komm da. Hier, drücken wir mal drauf. Kring. Oh, darf ich? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ham! Ich schick dir meine Pinguinarmee. Hey. Bitte nicht. Pinguin-Armee gegen mich. So, 27,5 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen das Level dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die dabei waren. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.